Willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, dich wieder begrüßen zu dürfen hier am Terraria-Tag. Wow, ihr habt ja eine Ausdauer, dass ihr noch immer zuschaut. Respekt, meine lieben Leute, Respekt. Das würde wirklich nicht jeder schaffen. So, ich grab mich wieder munter weiter nach unten. Denn ihr wisst ja, was unser Ziel ist. Wir wollen der beste Pokémon-Trainer... Ach nee, warte mal, das war was anderes. Wir wollen in die Hölle. Stimmt, wir wollen in die Hölle. Ja. Da sieht man schon mal, dass wir nicht katholisch sind. Wir wollen wirklich freiwillig in die Hölle. Und im Höllenfeuer schmoren. Uhahaha. Da links sind noch wieder ordentlich Diamanten. Allerdings komme ich eh nicht an so viele ran. Ey, ihr braucht Licht, wa? Topasse haben wir, glaube ich, eh genügend. So, die nächste Reihe kriegen wir noch. Genau. Ah, nein, gib den her. Okay, dann halt nicht. So wichtig ist ein Topas, wie gesagt, nicht, denn davon haben wir schon eine ganze Menge bekommen. So. Ey, drück die Daumen, dass die Hölle bald kommt, ganz ehrlich. Kann doch nicht so lange dauern. So weit war es noch nie. Nein, so ein kleiner Lavaspot will uns jetzt hier in den Weg gehen und uns so richtig ans Bein pinkeln. Das finde ich jetzt aber assi von dir. So, Silver Ore. Silver nehmen wir mit. So, die Lampe kann ich dort dann aber nicht lassen. Die muss dorthin. Und jetzt haben wir hier so einen kleinen verschissenen Lava-Spot. Das gibt's doch nicht. So, Moment, machen wir anders. Und reicht's noch nicht, ne? Nee, noch nicht ganz. Ein bisschen... Ah, doch, hat schon gereicht. Okay. Alles klar. So räumt man Probleme aus dem Weg. Und wenn dieser große Lavaspot... Nein, glücklicherweise... Oh, Dirt, Dirt. Ich liebe Dirt. Dirt ist so schnell kaputt. Oh nein, scheiße. Leute, schaut euch das an. Aber seht ihr, was ich sehe? Höllenrückwände. Ich sehe Höllenrückwände. Hier, da. Höllenrückwände. Sehr gut. Das bedeutet... Ihr braucht Licht. Das bedeutet, wir haben gleich die Hölle erreicht. Und das bedeutet, dass wir diesen scheiß... Oh, da unten ist noch ein Lavaspot im Weg. Okay, das Problem werde ich schon irgendwie gelöst kriegen. Ich bin einfach nur glücklich, dass wir jetzt endlich es geschafft haben, uns nach unten zu graben. Wir sind in der Hölle angekommen. Jeeha! Einmal bitte alle mit dem Revolver in die Luft schießen. Und ihren Freudentanz aufführen. Heute mal nicht den Namen tanzen, sondern euren Freudentanz. So, die Ropes... Alter Falter, ey. Wie viele Ropes wir jetzt hierfür verballert haben. Es war echt heftig. Beziehungsweise es ist echt heftig. Dort rechts sehe ich schon die Hölle. Jetzt müssen wir nur die Lava hier loswerden. Wie werden wir jetzt die Lava am besten los? Indem wir irgendwie einen Weg bauen, wo die abfließen kann. Und am besten machen wir es direkt so. Scheiße, Moment. Jetzt bin ich einen zu weit nach rechts gewesen. Am besten machen wir es irgendwie so, dass wir die... Ah, guck mal hier, da hinten ist so eine Dämonenhütte und die sieht ja auch komplett anders aus jetzt. Krass. Oh, sehr schön. Asche. Ich liebe Asche. Asche kannst du einfach so schön schnell abbauen. Das ist so herrlich. So, ich mache jetzt hier gerade kein Licht hin, denn wir brauchen hier kein Licht. Habe ich jetzt einfach mal beschlossen. So, okay. Das sieht gut aus. Da ist übrigens die erste Shadow Chest direkt. So, Moment. Okay. Das passt. Und wenn wir jetzt hier den Abfluss so machen, dürfte das auch reichen, oder? Moment, das muss hier runterfließen. So, ah, reicht natürlich nicht, weil hier ist ja tiefer. Aber Moment, kriegen wir noch hin. Kriegen wir noch hin. Gar kein Problem, da oben ist der erste Imp hingekommen, an den ich noch nicht mal rankomme, weil er sich da so in so einer Höhle versteckt. Ja, ja, du kleiner Feigling. Aber wir werden dich schon noch früh genug bekommen. So, okay, das dürfte jetzt genügen, dass die ganze scheiß Lava hier abfließt und dass wir unseren Tunnel hier fertig kriegen. Warum ist da unten immer noch Lava? Ach scheiße, weil es da ja tiefer ist. Ah Mann, habe ich nicht aufgepasst. Das ist schlecht. So, komm, hau weg die Scheiße. So, das heißt, wir müssen hier irgendwie noch einen Durchgang bauen. Wie wär's so? Aua, Mann, jetzt hat er mich getroffen, der Arsch. Ja, ey, der teleportiert sich auch immer nur da drin hin und her. Warum? Weil er nichts anderes kann, weil er ein Feigling ist, weil er keine Chance hätte sonst gegen uns. Oh nein, das reicht nicht, das ist zu klein geworden.
Oh, das gibt's doch nicht. Moment. Ja, lass mich doch mal in Ruhe. Ich muss wieder arbeiten. Ja, siehst du, weil du mich an... Oh Mann, weil der mich die ganze Zeit angegriffen hat. Jetzt bin ich unkonzentriert. So, Moment, mache ich gleich anders. Einmal schießt er noch, genau. So. Fall da runter. Geht doch. So, ist die Lava jetzt alle weg? Nee, nicht alles, aber sie doch, sie fließt ab. Sie fließt ab, sehr schön. Das bedeutet, unser Höllenfahrstuhl ist jetzt gleich endlich fertig. Endgültig fertig. Wie schön ist das, bitteschön? Ich find's sehr schön. So, jetzt ist der Imp, da ist auch wieder ein Imp. Oh Mann, ihr nervt. Ihr nervt. Wirklich, ihr nervt. Ihr seid ja nicht besonders stark oder so, ja? Ihr seid einfach nur nervig. Moment, machen wir es anders. Ha! So schnell sieht man sich wieder, du Arsch. Und wir haben direkt einen Imp-Banner bekommen. Toll. Und ich weiß immer noch nicht, wofür die Banner sind. Aber vielleicht hattet ihr es ja in die Kommentare geschrieben. Muss ich noch schauen? Denn, wie gesagt, ich nehme alles hier am Stück auf. Ich bin so ein richtiger Suchti gerade. Nehme alles am Stück auf. So, einmal schießt er noch. Natürlich trifft er mich. Und komm, teleportiert ihn nach oben. Okay, er hat sich hochteleportiert. Das wird seinen Tod bedeuten. Sehr gut. Und auch hier wieder geil. Es gibt extra Türen, es gibt extra Workbenches und wir haben sofort auch die Hellforge gefunden. Ist aber schon ein bisschen dunkel hier drin, finde ich, oder? Also, die Höllenwesen scheinen das nicht so hell zu mögen. Aber was ich schon mal ziemlich geil finde, guck mal, wer da drüben ist. Guck mal, wer da drüben ist. Direkt so ein Typ mit einer Voodoo-Doll im Arm. Den Typen killen wir. Noch einer. Da vorne ist noch einer gewesen. So. Oh, ich kann die Voodoo-Puppe nicht mehr mitnehmen. Minacing Obsidian Rose reduces damage from touching Lava. Oh, nice. Das ist ein schöner Gegenstand, den man ganz gut gebrauchen kann. Und ich muss ein bisschen Sachen loswerden. Zum Beispiel das, zum Beispiel die Hellforge, zum Beispiel den Banner, zum Beispiel die Emeralds. Da werden wir jetzt hier unten keine mehr finden, denke ich mal. Was könnten wir noch loswerden? Die Red Husk, die Green Mushrooms. Den Mushroom. Eisen brauche ich sowieso gar nicht, das kann weg. Ich stelle mir noch mal ein paar Fackeln her. Dann habe ich auch wieder einen Platz frei wegen dem Holz. Und ja, Glowing Mushrooms bekommen wir wahrscheinlich auch nicht mehr. Topasse wahrscheinlich auch nicht mehr. So, das sieht gut aus. Was ist hier los? Lava Erupts Banner. Okay. Oh, guck mal hier. Kommt Lava rein. Das finde ich jetzt aber uncool. Wir haben ja genügend Dirt. Deswegen... Ha! Machen wir das einfach zu. So. Dann ist ja auch kein Lava mehr. Es ist dunkel, finde ich. Es ist wirklich dunkel. Das war früher doch nicht so dunkel, oder? Oh, und guck mal, der Hellstone leuchtet nicht mehr so schön. Ein Bettchen. Lustig. Und eine Dämonenfackel. Was ist da los? Nichts. Das ist ein Bett, oder? Obsidian-Bett. Okay. Also scheinbar kann man die Sachen hier aus Obsidian alle bauen. Dann brauchen wir die ja gar nicht so dringend. Die Dämonenfackeln, die sind lustig, aber die ändern nicht mehr ihre Farbe, oder? Nee. Früher haben die ihre Farbe geändert. Ihr erinnert euch. So, da drüben ist noch so ein Typ mit einer Guide Voodoo Doll im Anschlag. Aber lass uns doch erstmal schauen, was wir jetzt hier gefunden haben. Die Superior Dark Lands. Oh, Mann, du Assi. Ja, wunderschöne Waffe, die auf jeden Fall schon mal besser ist als die, die wir momentan hatten. Nämlich hier sowas. Zack, zack, zack. Geile Wurst. Geile Wurst. So muss es sein. Wieder was Schönes gefunden. Eine Guide Voodoo Doll, die nichts stackt. Schade. Das wäre natürlich schön, wenn die stacken würde. Aber nein, die Freude machen sie mir hier nicht. Okay. Oh, da ist sogar eine Tür, wie ich gerade sehe. Zack, hier wären wir also auch so durchgekommen. Und dann gehen wir nach rechts erstmal, würde ich sagen, oder? Ist eigentlich ja scheißegal, in welche Richtung wir gehen. Wir werden wahrscheinlich eh beides absuchen. Ich mache hier nochmal eine Fackel hin, weil ich finde es echt dunkel. So, und dann hauen wir die Hellstone-Dinger hier weg. Bekommen endlich neues Material, neues, recht gutes Material, muss man ja auch mal sagen. Aus Hellstone kann man wunderschöne Sachen herstellen.
So, hier ist eine Menge Hellstone. Aber ist auch kein Wunder, wa? Wir sind ja... Oh, was war das denn gerade? Der hat ja einen Mega-Jump hingelegt. So, bauen wir hier einen Abfluss. Wir sammeln das nächste Hellstone ein. Und Moment, da ist schon wieder so ein scheiß Imp. Der hat aber nicht damit gerechnet, dass ich hier reinkomme in seine Bude. Ey, das ist Hausfriedensbruch. Und ich noch so, mir doch egal. Oh nee, was? Der Hellstone? Habe ich den eingesammelt bekommen? Ja, oder? Nee, da liegt noch mega viel Hellstone. Wie viel ist das? Oh, sammelt das ein? Moment mal. So, ich musste gerade doch mal ein bisschen schniefen, leider. Hat, glaube ich, die letzten Parts recht gut geklappt. Da habe ich mich so ein bisschen zurückgehalten damit. So, schon wieder ein Imp. Moinsen. Tut mir leid, ich bin Hausbesetzer. Das Haus gehört nicht mehr dir alleine. Ich treibe hier auch mein Unwesen. Oh, ich finde es hier so dunkel in dieser Bude. So, warte, lass uns den Slime schnell killen. Hier sehe ich übrigens auch noch Hellstone, den man ziemlich leicht abfahren kann. Und ich sehe, dass da unten schon wieder ein Imp ist. Oh, meine Güte. Manche Viecher sind auch einfach nur nervig. Habe ich durch den Imp jetzt so lange gebrannt oder habe ich irgendwie... Ah, ich brauche Licht. Habe ich durch den Imp so lange gebrannt oder hatte ich irgendwie Lava noch berührt? Ich weiß es nicht. So. Jetzt ist natürlich die Frage, habe ich das Obsidian hier drin jetzt alles bekommen? Ja, scheinbar schon. Ah, kriege ich das noch? Ja, kriege ich noch. Na komm, den da oben kriegen wir auch noch. Und den hier auch noch. Ja, sehr gut. So muss es sein. Alles Obsidian einsacken, was nicht nied- und nagelfest ist. Hellstone, meine ich natürlich. Ich bin mir nicht so sicher, wie viel Hellstone wir brauchen werden, um die ganzen guten Items zu bekommen. Sprich, wir brauchen auf jeden Fall das Schwert. Ja, der Flamerang ist jetzt nicht so pornös. Die Rüstung weiß ich auch nicht, ob wir die unbedingt brauchen werden. Ich weiß aus dem Kopf gerade nicht, wie viel stärker die ist als die Crimson-Rüstung. Na scheiße, jetzt brauche ich ja hier einen Abfluss. So dürfte es aber klappen, ne? Oder? Ja, wir bekommen den Hellstone. Sehr gut, der Hellstone kann abfließen. Alle sind glücklich und zufrieden und haben sich lieb. So, scheiß Gegner, ey. Alle töten. Oh, ein Dämon. Die Dämonensichel hätte ich auch gerne. Ein sehr schöner Zauber, den ich auch gerne gegen die Wall of Flesh benutze, muss ich sagen. Ziemlich geiles Teil. So, wie machen wir es jetzt hier? Hier könnten wir ein bisschen Probleme bekommen mit der Lava. Verzieh du dich erstmal. Und... Ja, jetzt habe ich hier so eine Art Abfluss. Da kriege ich das zumindest weg. Ja, wohl kriegen wir auch nicht so wirklich weg. Okay, Moment. Nochmal eine andere Möglichkeit vielleicht. Wenn wir hier rumgraben. Ja, Hellstone abfarmen ist immer ein bisschen tricky, Leute. Das ist immer ein bisschen damit verbunden, nachzudenken. Ah, wie kriege ich das jetzt alles hin? Ohne, dass ich mir allzu sehr die Flossen verbrenne. Scheiße, jetzt ist hier noch Hellstone. Mist, den habe ich nicht gesehen. Der leuchtet echt fast gar nicht mehr. Finde ich ein bisschen schade. Dadurch hat man den immer so schön gesehen früher. Und ihr braucht Licht, oder? Moment. So. Ja. Ist das jetzt hier ein guter Abfluss? Sollte es eigentlich schon sein. So, okay. Jetzt kriegen wir hier das Zeug mit. Den einen Hellstone unten darf ich noch nicht abbauen. So, jetzt brauchen wir den. Und den kann ich jetzt auch abbauen. Jetzt können wir den abbauen. Und jetzt wage ich mich hier drüben mal ran. Okay. Na doch, das klappt ganz gut. Das klappt ganz gut. Jetzt wird es nur gleich sehr spannend, wenn wir hier abbauen wollen. Moment. Okay, der ist weg. Sehr gut. Boah, ich könnte die Ivy Whip eigentlich sehr gut gebrauchen, ne? Shit, warte, da komme ich so nicht ran. Oh Gott, ey. Wow, das ist auf jeden Fall zu tief. So, okay, das hat geklappt.
Stück für Stück hangeln wir uns hier nach oben. Oh, oh, wow, wow. Au, wow, wow. Ah, da oben ist auch noch ein Imp. Nervt mich nicht, Leute. Nervt mich bitte nicht. Ich muss hier Sachen abbauen. Ach, scheiße. Jetzt habe ich die reduzierte Sicht. Dank dem Spasti. Wir hauen erstmal die weg. Die fließen hier dann ab nach da unten. Da haben wir jetzt einen schönen Abfluss gebaut. So, wir haben auch wieder die volle Sicht. So muss es sein. Da drüben ist auch gleich die nächste Obsidian-Festung. Und jetzt machen wir es folgendermaßen. Wir bauen hier jetzt erstmal munter ab. Alles Hellstone gehört uns. So. An den einen Hellstone werde ich, glaube ich, nicht rankommen. Aber scheiß auf einen. Einer ist jetzt nicht so wichtig. So, Moment. Okay. Hier würde ich gerne rüberspringen. Aber dann sehe ich, dass da drüben... Wow, ein Bone Serpent. Scheiß, die wandern. Da drüben ist ein Lavafall. Da muss ich also aufpassen. Und Bone Serpent getötet. Ha. So, dann bauen wir uns hier mit Asche rüber, würde ich sagen. So. Und... Wo ist die Quelle? Da oben ist die Quelle. Gut, dann springen wir hier mal eben rüber. Ich mache euch ein bisschen Licht zumindest. So, und schon ist hier Ruhe im Puff. Sehr gut, wir haben die nächste Obsidian-Festung gefunden. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Keine Truhe. Oh, noch eine Guide-Voodoo-Doll. Ah, schon wieder geflasht. Dann grabe ich mich jetzt hier so rein halt. Hau die ganzen Dinger kaputt. Healing Potions, Hellfire Arrows, sehr schön. Hellfire Arrows, die sind geil. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch eine Truhe finden. Sieht irgendwie nicht so aus, wa? Ach du heilige Scheiße, guckt euch mal, wie viel Lava da drüben ist. Ja, ich glaube aber nicht, dass da drüben eine Truhe ist. Oder sagen wir es anders, ich hoffe mal nicht, dass da unten eine Truhe ist. So, und ich hoffe mal, dass der scheiß Imp hier gleich irgendwie hinkommen wird. Tja, das war dein letzter Fehler, mein lieber Freund, Herr Imp. So, ich baue hier auch nochmal einen Weg rein. Zack. Warum mache ich das? Weil wir irgendwann gegen die Wall of Flesh kämpfen müssen. Und das dann eigentlich ziemlich gut ist, wenn wir da einen Durchgang haben. So, okay. Wieder den Durchgang hier geschlossen. Oh, die Regenwolke. Wollte ich gar nicht benutzen. Egal. So, die Dämonensichel hätte ich noch gerne. Hoffen wir mal, dass die noch jemand droppen wird. Aber irgendjemand wird sie schon droppen, hoffe ich mal. So, hier ist noch ein Durchgang. Moment, mache ich hier ein bisschen Licht. Deswegen kämpfen wir mal eben gegen den Dämon. Na komm. Hat er die Dämonensichel gedroppt? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auch aufpassen. Ich bin wieder vom Dingens her voll. Wie ihr hier seht, ein Obsidian Skin Potion liegt hier einfach ganz munter rum. Deswegen mal eben schnell den Safe hier hingestellt und dann die Lava-Banner hier hin. Die Guide Voodoo Dolls auch. Das Obsidian-Bett nehmen wir auch mit. Scheiß auf der Hund drauf. Und, diese Waffe kann auch rein. Oh, 114 Hellstone-Barren schon. Ach nee, halt, warte mal. Hellstone. Jetzt fällt mir auch gerade ein, für Hellstone-Barren brauchen wir auch Obsidian. Also war gar nicht mal so verkehrt, dass wir ein bisschen Obsidian mitgenommen haben. Oh, Hellstone-Bricks, okay. War gar nicht so verkehrt, dass wir die mitgenommen haben. Hier würde ich gerne mal eben wieder zumachen mit Dirt. Na komm. Gut, sehr gut. Dann können wir hier unten rein, können sehen, dass hier aber gar nichts los ist. Da hinten rechts auch nicht. Und ich spare mir jetzt diese ganzen Einrichtungsgegenstände wieder mitzunehmen. Davon haben wir jetzt schon echt mehr als genug, glaube ich. Da hinten ist wieder ein Dämon. Dem werden wir bestimmt auch noch den Chaos machen. Scheiß Dämonen. Oh, oh, ich sehe gerade... Apropos Gar ausmachen, ich muss der Folge den Gar ausmachen. Wir haben ja schon wieder weit über 15 Minuten gezockt, Leute. Deswegen an dieser Stelle erstmal wieder ein Cut. Einen Part gönne ich mir auf jeden Fall noch. Also seid dabei, wenn es gleich in
einigen Stunden, naja, eigentlich nur eine Stunde, glaube ich, weitergeht hier bei Let's Play Terraria. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später. Ciao.